Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Christian Schlegel und wir haben kurz vor 21 Uhr am Montag, dem 11. Mai. Ich befinde mich auf dem Tool von der Hypovereinsbank One Markets und möchte mit euch heute was über Bayer besprechen. Ich bin ja nicht so sehr ein Fundamentalanalyst, das gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich ziehe es ganz gern in Betracht, wenn ich da irgendwas höre, was ich denke, was notwendig sein könnte. Und das ist übers Wochenende passiert. Blutverdünnung. Also es haben einige Ärzte festgestellt, dass bei diesen Covid-19-Leuten viele Leute an Lungenembolie gestorben sind, haben das überprüft und kamen dann mal zu dem Ergebnis, dass viele von denen, die dann da lagen, Thrombosen bekamen. Bei der Thrombose ist es so, das Blut verdickt sich und das ist anscheinend ausgelöst durch dieses Covid-19. Die Thromben lösen sich, gehen über die, wenn ich es richtig verstanden habe, über die rechte Herzkammer und dann in die Lunge und da lösen sie eine Lungenembolie aus. Vor diesem Hintergrund haben diese Ärzte also entschieden, dass sie werden mit Blutverdünnungsmitteln arbeiten. Bekannt ist bisher Macumar, bekannt ist aber auch Xarelto. Und Xarelto kommt von Bayer. Und das benutzt man bei Lungenembolien, bei Beinvenenthrombosen, bei Blutgerinnungsstörungen, bei Protein-C-Gendefekten. Insbesondere dann, wenn sie größer sind als, oder vielmehr kleiner sind als 65%. Also wenn sie weniger als 65% der normalen Koagulation bringen. Man spricht also hier bei der Blutverdünnung oder bei den Problemen von dem sogenannten, also das Gegenteil, die Bluter ist das von Willebrand-Syndrom und das Gegenstück dazu ist dieser Protein-C-Gendefekt. Und das nennt sich dann Antikoagulation und das ist also wirklich interessant, aber offensichtlich, wenn das stimmt, was diese Ärzte da herausgefunden haben, würde es erheblich weniger Opfer geben von Covid-19, wenn die Blutverdünnung besser gegriffen hätte. Bayer ist einer der größten Produzenten dieses Blutverdünnungsmittels, insbesondere von Xarelto. Das läuft also unter dem Patentwohl Xarelto. So, und vor euch liegt jetzt der Chart von Bayer. Die Freunde waren zu Beginn von Februar waren die an der 80 dran und haben dann dementsprechend richtig Fett verloren. Glyphosat, Monsanto, ein weiteres Thema. Der Verein hat riesen Baustellen. Aber ich glaube, genau das ist der Moment, wo die eine positive Überraschung bilden können. So sehe ich das. Ich mache mal den Chart ein bisschen größer. Und also so, wir haben von diesen 78,5 sind wir runter auf die 44,83. Und von dieser ganzen Strecke haben wir fast das 61,8er Retracement von der Fibonacci-Linie gesehen, da ist hier oben, da war der Höchstpunkt, mit einem Inverted Umbrella Doji außerhalb des Bandes, dann wieder reingegangen. Das ist kein schönes Signal. Bei dem 61,8er liegt auch die 200-Tage-Linie. Das heißt, es ist schon ein wichtiger Moment. So, und jetzt geht's los. Ich zieh's mal ein bisschen rüber, dass man, ich mag die Jungs ja, dass man nicht unbedingt das hier sieht, vielleicht könnte man, das ist mal ein Ratschlag, das ein bisschen heller machen, dann müsste ich jetzt hier nicht spielen. Wir haben also hier diesen Inverted Umbrella Doji. Wir sind außerhalb des Bandes gewesen, gehen rein. Expander-Strategie, ja, wer das vielleicht mal gehört hat auf YouTube, kann er sich mal anschauen und gehen dann hier runter. Jetzt möchte ich diese Linien hier rausnehmen, weil das ist eigentlich das Wichtigste, dieses 61,8er. Und das nehme ich jetzt mal raus. Und jetzt konzentrieren wir uns auf den Freund hier. Jetzt reden wir nicht mehr von dieser ganzen Bewegung hier, sondern wir reden von der Gegenbewegung. Ja, von den rund 45 hoch bis zu 64. Ich sage das, momentan halte ich also auch morgen auch wieder ein Webinar für die Academy, die Capital Markets Academy der Deutschen Börse. Junge, wilde Trends, ja, pubertierende Trends, so wie ich das gerne nenne, die korrigieren oftmals nur bis zum 38er. Und genau das haben wir jetzt heute gemacht. Wir sind da drauf. Wir sind noch nicht fertig. Also ich habe kein Kaufsignal, aber von diesem Punkt hier haben wir bis zum 38 korrigiert. Bayer darf fallen bis 52,30, dann wäre alles noch in Ordnung. Allerdings bin ich der Meinung, dass
diese Gegenbewegung, also wir haben hier die Gegenbewegung von dem großen Trend und wir haben jetzt hier eine kleine Korrektur, sollte nicht tiefer gehen als 54,41. Im absoluten Extremfall nur bis zu 52,30. Aber das möchte ich eigentlich nicht, weil dann wären wir auch deutlicher unterhalb des Bandes. So, meine Aussage ist die. Wir waren außerhalb des Bandes. Wir haben korrigiert. Wir haben von dieser Bewegung bereits fast 40% wieder abgegeben. Das MACD ist neutral, ganz leicht negativ und die Stochastik gilt als überverkauft. Das heißt, sie hat grundsätzlich mehr Potenzial als Risiko. Ich warte noch auf den Wert, bis er eine Drehung macht. Ein positives Signal, ich gehe mal näher ran, ist, wenn wir hier in den Bereich der 60 wieder eintauchen. Somit die 20 und die 10-Tage-Linie und dieses kleine Zwischenhoch hier überbieten. Dazu muss er mit dem Schlusskurs über 60 sein, der Wert. Wenn wir das schaffen, dann ist der Moment da, long zu gehen. Ich habe dafür Scheine rausgefunden. Und zwar einen, der ist ein bisschen konservativer. Der liegt nämlich noch unterhalb von diesem 61,8er. Ich denke noch nicht, dass da jetzt alles wegrennt nach oben. Ja, das hier wird für mich das Signal sein, wenn wir über die 60 gehen und schließen. Aber dann ist das hier eine konservative Variante des Einstiegs. Das ist ein 51,74er Call mit der Kennnummer HZ8ZWP. HZ8ZWP. Der liegt also hier drunter. Wo ein Call, da auch ein Put. Ich persönlich bevorzuge den Wert, aber es kann sein, dass wir, also bevorzuge im Sinne von Long, es kann sein, dass wir nochmal so eine kleine Kurve hier unten runterdrehen. Dazu müsste ich einen Put suchen, der höher basiert ist als 64,437. Am besten nochmal hinter der 200-Tage-Linie, 65. Und da komme ich auf sowas hier. 65,26, das ist ein Open-End-Bärschein von der UniCredit. Das ist die HZ7P5Y. HZ7P5Y. Das wäre ein Schein meiner Wahl. Allerdings, ich würde mich wahrscheinlich schon kurz nach diesem Zwischenhoch, was wir hatten, bei 64,43 stoppen lassen. Ich möchte nicht bis hochnehmen zur 200-Tage-Linie. Im Moment hat meines Erachtens nach der Wert mehr Potenzial als Risiko. Ich gehe nicht short. Ich wünsche euch ein happy Trading und fette Beute. Bye bye.